Hallo, liebe Waldbahnfreunde. Im letzten Jahr habe ich mir auf Basis einer LGB-Lok eine weitere Dampflok für meine rumänische Waldeisenbahn gebaut. Diesmal mit Akkuantrieb, um auch eine Alternative für die Reschitzer Echtdampflok zu haben. Heute begleiten wir die Lok 763237 mit einem Holzzug nach Art der Waldbahn Moldowitzer. Der Zug führt einen kleinen Hilfstender für zusätzliches Feuerholz hinter der Lok mit. Bei Holzfeuerung wird deutlich mehr Brennstoff benötigt als beispielsweise bei Kohle. Zusätzlich hängt ein kleiner Begleitwagen am Zugschluss und es wird Heu für die Rückepferde in den Wäldern transportiert. Die Strecke führt zunächst durch ein recht ebenes und weites Tal. In regelmäßigen Abständen durchfährt der Zug kleine Ausweichen, in denen bereits beladene Wagen abgestellt sind. Hierzu später mehr. Unser Zug legt die erste Pause ein zum Wasserfassen. Da es entlang der Strecke keine Wasserkräne gibt, wie bei einer normalen Eisenbahn, wird das Wasser über eine Dampfstrahlpumpe aufgenommen. Egal ob aus Bach, Teich oder Pfütze, so kann die Waldbahn fast überall ihre Wasservorräte ergänzen. Wir erreichen schließlich den oberen Waldbahnhof. Nachdem das Heu für die Pferde entladen wurde, wird rangiert. Der kleine Packwagen und der Hilfsteller werden ins Nebengleis rangiert. Wie man sieht, wird hier auch nach Gehör gefahren. Von der Hauptstrecke im Tal zweigen immer wieder Ladegleise in die umliegenden Wälder ab. Manche dieser Ladegleise überwinden dabei große Steigungen. Die kleine Krauslok hat stellenweise ihre Mühe, die leeren Wagen hinauf zu den Ladestellen zu schieben. Da kommt es ihr ganz recht, dass es eben nur leere Wagen sind, die über diese steilen Strecken gedrückt werden müssen. Sind die Wagen verteilt, kehrt die Lok zum oberen Waldbahnhof zurück und wartet dort auf die Rückfahrt. Doch wie kommen nun die beladenen Wagen wieder zu Tal? Ganz einfach, per Schwerkraft. Das stetige Gefälle der Stichstrecken wird genutzt und die Wagen rollen wie von Geisterhand hinab ins Tal. Doch keine Sorge, die beladenen Holztrucks fahren keineswegs unkontrolliert. Auch den Wagen fahren Bremser mit, die die Handbremse der einzelnen Trucks betätigen und so den Zug kontrollieren können. Die Arbeit dieser Bremser ist eine der gefährlichsten bei der Waldbahn. Entlang der Talstrecke werden die beladenen Wagen dann in den Ausweichgleisen gesammelt und später von der Waldbahn eingesammelt und zum Sägewerk gefahren. So kam auch der beladene Wagen am Anfang des Films ins Tal.
Für die Rückfahrt setzt sich die Krauslok 763-237 wieder an den Zug, diesmal jedoch an das Ende. Die beladenen Wagen werden vorsichtig aus dem Bahnhof geschoben, bis die Schwerkraft wieder für den Vortrieb sorgen kann. Die Lok wird dabei nicht an den Zug angekuppelt, sondern fährt allein hinterher. Warum, mag man sich fragen. Sollte der schwere Holzzug doch mal außer Kontrolle geraten, so bleibt zumindest die Lok heil. Immerhin ist sie das wertvollste Stück, das die Waldbahn besitzt. Eine Praxis, die auch bei anderen Waldbahnen Anwendung fand. Wenn die Strecke wieder eben wird, überholt die Lok einer Ausweiche den Zug und wird wieder vorne angekuppelt. Ab hier geht die Fahrt normal weiter bis zum Ausgangsbahnhof. Dort angekommen, werden die Wagen in Gleisanlagen der Station verteilt. Ein Teil der Ladung ist für eine spätere Entladung vorgesehen und wird zunächst auf ein Nebengleis rangiert. Die restlichen Wagen dann bis zur Entladestelle am Sägewerk geschoben. Für heute hat unsere kleine Lok genug Arbeit geleistet und darf sich auf dem Lokgleis ausruhen. Mehr zu dem eingangs erwähnten Lokumbau könnt ihr in meinem Blog nachlesen auf waldbahner.de. Links zu den Bauberichten stelle ich euch unten in die Videobeschreibung. Auf meinem Blog findet ihr auch sonst alles Wissenswerte rund um meine Waldbahnen und die aktuellen Projekte. Macht's gut, habt Spaß an unserem Hobby und bis zum nächsten Mal.